Servus und herzlich willkommen auf dem Kanal der Hokoburg. Ich bin der Andi Schuster, Mountainbike-Profi und Fahrradexperte. In diesem Video geht es rund um das Thema Bikepacking. Was ist das überhaupt? Was solltest du bei der Ausrüstung beachten? Und welche Tipps kann ich dir geben, damit du möglichst viel Spaß auf deinem Trip hast? Ich wünsche dir schon mal ganz viel Spaß mit dem Video. Das Video ist genau richtig für dich, wenn du dich erstmal mit dem Thema Bikepacking beschäftigen möchtest. Ich gebe dir erste wertvolle Tipps, wie du deine ersten längeren oder auch mehrtägigen Biketouren bestreiten kannst. Und achte darauf, dass man eigene Erfahrungen sammeln muss. Das heißt, sein Equipment wird man im Laufe der Zeit optimieren. Aber für die ersten Touren gebe ich dir jetzt erstmal grundlegende Empfehlungen und dann bist du schon mal sehr gut gerüstet. Was ist Bikepacking überhaupt? Bikepacking ist Spaß und Abenteuer. Man kommt auch mal aus dem Alltag raus und muss seine Komfortzone verlassen. Aber woher kommt der Begriff überhaupt? Und zwar stammt er aus Amerika. Und zwar war das so, dass bei Langstreckenrennen die Sportler sich über mehrere Tage selbstständig versorgen mussten. Das heißt, die hatten neben Nahrung, Trinken, Essen und so weiter, auch das komplette Schlafequipment, Kleidung und so weiter mit dabei. Und dass man noch geländetauglich war, also einigermaßen sage ich mal geländetauglich, war es wichtig, dass das Equipment relativ straff und nahe am Bike platziert ist. Und im Gegensatz zu Touringbikes, wo jetzt die Taschen weiter außen sind, sind die Bikepacking-Taschen sehr straff am Rad montiert, dass man weiterhin, wie gesagt, auch noch leicht im Gelände fahren kann. Grundsätzlich eignet sich fast jedes Fahrrad für Bikepacking. Das Allerwichtigste ist eigentlich, dass du dich auf deinem Fahrrad wohlfühlst, dass du schon eine gewisse Erfahrung gesammelt hast und dass das natürlich zu deiner Körpergröße passt. Auch sollte das Thema Ergonomie eine wichtige Rolle spielen, sprich, dass du Cockpit, Sattel und so weiter korrekt eingestellt hast. Alles zum Thema Ergonomie erfährst du nochmal in unserem Video dazu. Ich bin jetzt mit einem Gravelbike unterwegs. Diese Kategorie ist perfekt für Bikepacking geeignet. Die Geometrie von den Gravelbikes ist so ausgelegt, dass man die Räder super gut beschleunigen kann, sie aber auch noch leicht geländetauglich sind. Und die Gravelbikes haben oft sehr viele Aufnahmepunkte für weitere Biketaschen, beziehungsweise man kann die Bikepacking-Taschen generell sehr gut montieren. Wenn du dein Fahrrad mit Bikepacking-Taschen ausrüsten möchtest, achte lediglich darauf, dass die Formen der Taschen zu deinem Rahmen bzw. zu deinem Bike passen. Beispielsweise sollte heute die Rahmentasche auch gut in das Rahmendreieck von deinem Bike passen, falls du zum Beispiel ein vollgefedertes Bike hast. Achte drauf, weil der Hinterbau federt ja ein, beziehungsweise der Sattel bewegt sich Richtung Reifen, dass jetzt hinten die Satteltasche zum Beispiel am Reifen nicht schleift. Also da sollte man schon aufpassen. In der Regel benutzt man Gravelbikes, Hardtails fürs Bikepacking, aber grundsätzlich kannst du das auch auf dein Fahrrad abstimmen. Mit dem Equipment, das du hier jetzt siehst, habe ich eine Zweitagestour geplant und welche Vorüberlegungen ich mir dazu gemacht habe, das möchte ich dir jetzt zeigen. Bevor du dein Equipment packst oder irgendwelche Sachen kaufst, solltest du dir unbedingt Vorüberlegungen machen, wohin die Reise überhaupt geht. Ja? Also eine gute Planung ist eigentlich das Allerwichtigste und du solltest dir im Vorfeld mal eine Liste machen mit den grundsätzlichen Fragen. Und es ist so, dass weniger grundsätzlich mehr ist. Du wirst feststellen, dass wenn du zu viel Zeug hast, du die Sachen gar nicht in deine Taschen bekommst und deswegen ja, solltest du dir wirklich eine klare Struktur machen. Ganz wichtig wäre zum Beispiel, wie lange ist man überhaupt unterwegs? Bei einer Ein- oder Zweitagestour wirst du viel weniger Equipment benötigen, als wenn du eine Woche unterwegs bist. Genauso wichtig ist der Faktor Wetter. Wenn du weißt, dass 5 Tage schönes Wetter angesagt ist, dann kannst du in der Regel die Regenjacke zu Hause lassen. Andersrum, wenn du weißt, es besteht Regengefahr oder es könnte auch nachts deutlich kühler werden, ja, dann brauchst du auf jeden Fall eine Regenjacke und du musst auch deinen Schlafsack anpassen. Die gibt es für unterschiedliche Temperaturen. Wichtig ist auch, in Bezug auf die Routenplanung, wo gibt es die nächsten Supermärkte, also wo kannst du Proviant besorgen und wo kannst du dein Bike reparieren lassen im Falle von einer größeren Geschichte, wenn irgendwas kaputt geht. Dann muss dein Bike noch zum Service. Du solltest es natürlich vorher noch richtig gut durchchecken, dass alles passt und dass du dir Ärger während der Tour sparst.
Das nächste wäre, was kannst du selber reparieren? Ja, daran oder da musst du dann auch dein Werkzeug anpassen. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, möchtest du immer selber kochen oder kehrst du auch mal ein? Ja, also ich bin schon ein Fan davon, einmal am Tag eine ordentliche Mahlzeit zu haben und koche zum Beispiel abends die Sachen selber. Aber wenn du sagst, du möchtest auch abends im Restaurant einkehren oder möchtest zum Beispiel deine Tour splitten, ja, an einem Tag nur selber kochen, am nächsten Tag zum Beispiel auch mehr einkehren, man muss sich das Leben auch immer nicht so schwer machen, dann musst du das auch daran anpassen. Anderer Punkt ist auch noch, möchtest du durchgehend selber zelten oder kehrst du auch mal ins Hotel ein? Es kann auch ganz sinnvoll sein, mal bei einer Mehrtagestour oder wenn man eine Woche unterwegs ist, auch mal ins Hotel einzukehren, um seine Sachen wieder ordentlich zu waschen und so weiter. Und ein anderer Punkt wäre auch noch das Thema Navigation. Wenn du weißt, dass du öfter mal komplett abgeschnitten unterwegs bist, sprich auch keinen guten Empfang hast, dann musst du natürlich dir auch entsprechende Offline-Karten besorgen, damit du hier auf der sicheren Seite bist. Dann möchte ich dir mal die gängigsten Taschenarten vorstellen. Nochmal zur Erinnerung, beim Bikepacking solltest du die Taschen möglichst enge, nahe am Rad befestigen, dass die halt nicht so wackeln. Und es hängt auch stark davon ab, welche Befestigungspunkte du an deinem Rad hast. Das Set, das ich dir jetzt quasi vorstelle, ist so eines der gängigsten, sprich mit Satteltasche, Rahmentasche, Oberradtasche und Lenkertasche. Wenn du aber Befestigungspunkte hier zum Beispiel an der Gabel hast, spricht natürlich nichts dagegen, auch hier weitere Taschen zu befestigen. Allerdings hast du da natürlich auch schon wieder mehr Gewicht hier vorne im Lenkbereich, was eher nachteilig ist. Ich starte einfach mal von hinten nach vorne mit der Satteltasche. Und zwar sind hier in der Regel die Übernachtungsutensilien untergebracht, sprich Sachen wie Zelt, Schlafzeug und so weiter. Achte beim Bepacken lediglich darauf, dass die schwereren Sachen sich eher hier im Bereich der Sattelstütze bzw. unterm Sattel befinden. Auch alleine von der Hebelwirkung, ja, dass hier nicht so viele Kräfte wirken und falls du schneller fährst oder auch mal im Gelände, dass das hier nicht so rumschaukelt. Oft wird das Gestänge vom Zelt auch außerhalb montiert. Das habe ich jetzt hier auch so unten gemacht. Es gibt aber grundsätzlich, wie gesagt, kein pauschales Rezept dafür. Ihr dürft es da natürlich auch variieren und das macht in der Regel auch jeder. Weiter geht's mit der Rahmen-Dreieckstasche. In diese Tasche, ja, da könnt ihr unterschiedlichste Sachen reinmachen. In der Regel tut man aber auch hier Sachen rein, an die man schnell ran muss. Und das kann zum Beispiel Essen sein, Werkzeug und so weiter. Hier ist man mit dem Gewicht auch ein bisschen flexibler. Das heißt, hier kann man auch schwerere Sachen reintun, weil die ja im Rahmen bzw. im Rad dann drin liegen. Hier sind Sachen drin, wo man richtig schnell ran muss, zum Beispiel auch während der Fahrt, zum Beispiel Snacks, Essen und so weiter oder ja, auch Sachen, die ihr heute persönlich gerne schnell benötigt und das wäre hier die Oberradtasche. Thema Lenkertasche, hier vorne, da habe ich jetzt hier oder da montiere ich in der Regel meinen Schlafsack und achtet hier lediglich darauf, dass die Tasche nicht zu schwer wird und auch nicht zu sehr in die Breite wächst. Das heißt, dass man hier jederzeit gut an die Brems- und an die Schaltarmaturen kommt und dass man hier nicht irgendwie ständig gegen die Tasche stößt. Ja. Noch ganz kurz zum Thema Trinken bzw. Wasser. Ihr habt verschiedenste Möglichkeiten, Wasser zu transportieren. Ich habe jetzt hier zum Beispiel zwei Getränkehalter mit Flaschen. Ich hätte aber auch hier noch die Möglichkeit gehabt, an der Gabel zusätzlich Trinkflaschenhalter und Flaschen zu montieren. Wer mag, könnte natürlich auch noch zum Beispiel eine Hüfttasche oder sogar Rucksack benutzen. Vor allem die Hüfttasche kommt öfter zum Einsatz, weil man hier persönliche Sachen oder auch schnell erreichbare Sachen gut verstauen kann. Oder wenn ihr zum Beispiel mal ganz flott in einen Supermarkt oder so müsst und ihr habt die wichtigsten Sachen bei euch, dann kann das noch eine gute Option sein. Ganz kurz zum Thema Gewicht. Voll bepackt kannst du schon mal auf gute 20 Kilo Gesamtgewicht kommen, selbst mit einem sehr leichten Fahrrad. Achte also bitte unbedingt auf diesen Punkt. Wenn das Rad zu schwer wird, tust du dich natürlich auch schwerer bei deiner Tour und die Fahreigenschaften vom Fahrrad ändern sich natürlich auch. Du spürst es vor allem im Gelände und ich würde dir empfehlen, dass du erstmal kleinere Touren mit dieser Zuladung fährst, damit du dich einfach mal an das Gesamtsetup gewöhnst.
Was ich jetzt hier alles mit dabei habe und wie ich das verpackt habe für meine Zweitagestour, möchte ich dir jetzt im Anschluss zeigen. Ich möchte dir jetzt mal mein Equipment für eine Zweitagestour vorstellen und das ist wirklich ganz beispielhaft. Jeder hat eigene Vorlieben und Geschmäcker und passt es wirklich an deinen Stil an. Das Problem, das ich am Anfang, als ich mich jetzt fürs Video für dich schlau gemacht habe, hatte, ist, dass viele Tutorials das folgendermaßen erklären. Die packen einfach ihre Taschen vom Bike aus und zeigen quasi jede Tasche. Allerdings möchte ich dir jetzt die Sachen nach Kategorie vorstellen, sprich, was brauchst du an Kleidung, Tools, Essen und so weiter. Und verpacken muss es sowieso jeder für sich, ja. Und deswegen finde ich das ein bisschen sinnvoller, aber ja, das hat alles, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Ich möchte jetzt erstmal mit der Kleidung starten und zeigen, was ich jetzt zum Beispiel für die Zweitagestour eben dabei habe. Starten wir einfach mal von oben nach unten mit dem Helm. Du brauchst natürlich einen ordentlichen Helm, der dir gut passt und das ist natürlich ganz klar. Ich habe auch immer ein Bufftuch für einen Notfall dabei, selbst jetzt bei den guten und angenehmen Temperaturen. Das kann man universell hernehmen als Schweißtuch, als Halstuch und so weiter. Weiter geht's mit dem Oberkörper. Ich trage jetzt hier ein Funktionsunterhemd, jetzt für die Temperaturen ein kurzärmeliges und habe drunter ein kurzärmeliges Trikot und jetzt hier noch so eine relativ leichte Multifunktionsweste. Ja, die ist auch etwas wasserabweisend. Ich weiß, dass es die nächsten Tage nicht oder so gut wie nicht regnen wird. Deswegen ist das jetzt so mein Grundsetup und ich habe jetzt trage jetzt hier aktuell noch eine normale Radhose mit leichtem Sitzpolster. Das mag ich so sehr gern, aber da hat auch jeder seinen eigenen Geschmack. Aktuell habe ich jetzt keine Beinlinge bzw. nichts für die Unterschenkel, weil die Temperaturen okay sind. Und ja, ansonsten trage ich jetzt relativ sportliche Klick-Pedalschuhe. Was habe ich jetzt noch dabei an Klamotten? Das Bufftuch hatte ich schon gerade vorgestellt. Ich habe noch dabei, vor allem jetzt für die Nacht, ein weiteres Unterhemd, und zwar ein langärmeliges und ein Ersatz-T-Shirt, ein ganz normales. Dann natürlich Unterwäsche, frische Unterhose, Socken, auch für die Nacht, wenn man sich frisch gemacht hat. Und dann habe ich jetzt hier noch das ist eine längere Hose für die Nacht, wenn man jetzt zum Beispiel auch noch irgendwo rumlaufen möchte, ja, und nicht mehr die vollgeschwitzte normale Hosen anziehen möchte. Das ist jetzt eine sehr leichte, wie gesagt, längere. Und da könnt ihr auch vielleicht auch eine mitnehmen, die man auch absippen kann, ja, da wo man eine kurze draus machen kann. Ich habe jetzt wirklich für Notfall, weil die Temperaturen, die sind jetzt schon relativ warm, wenn es ein bisschen kühler wird, auch noch Beinlinge dabei. Das ist aber auch Geschmackssache und die nehmen jetzt wirklich wenig Platz ein, die kann man noch mit reinstopfen. Und für die Nacht oder auch als Reserve habe ich noch einen ordentlichen Hoodie bzw. Fleece dabei. Und da muss jetzt jeder entscheiden, wie viel Komfort er möchte. Da kann man natürlich jetzt auch noch was Wärmeres mitnehmen. Aber für die jetzigen Temperaturen passt es wirklich optimal. Kleiner Tipp am Rande bezüglich Kleidung, wenn du eine Mehrtagestour machen möchtest, kehr einfach mal zwischendurch ein in ein Hotel und dann kannst du die Sachen super schnell in der Dusche auch mal mitwaschen und wenn du die trocknen möchtest, am besten vorher in ein Handtuch einwickeln, recht gut einwickeln und da ein bisschen drauf rumlaufen, ja, dann presst das Wasser schon relativ gut aus den Klamotten raus und dann werden die eigentlich immer ziemlich sicher bis zum nächsten Tag trocken und du kannst wieder frisch starten. Thema Essen und Trinken. Jeder hat seine eigenen Vorlieben. Ich zeige dir kurz, wie ich das bei den Bikepacking-Touren mache. Das Mittagessen gönne ich mir in der Regel immer im Restaurant oder so und einmal am Tag ein kleiner Luxus, schadet hier nicht. Und bei der Tour selber habe ich verschiedene Riegel dabei, ein bisschen Obst und so weiter. Packt euch rein, was ihr gerne esst und was Kohlenhydrate hat und Energie liefert. Thema Trinken. Bei den Bikepacking-Touren habe ich normalerweise ausschließlich Wasserflaschen dabei, in dem Fall zwei 750 Milliliter Flaschen. Achte wirklich darauf, dass du genügend trinkst, vor allem bei den angenehmeren Temperaturen kann das oft ein bisschen täuschen, dass man nicht genügend Flüssigkeit zu sich nimmt.
falls du im alpinen Raum unterwegs bist oder auch mal eine Alpenüberquerung oder so planst, kann ein Wasserfilter durchaus Sinn machen. Vor allem in diesen Bächen muss man ein bisschen aufpassen mit den Fäkalien von den Kühen und so weiter. Also achte darauf, dass du da vielleicht für solche Fälle einen Wasserfilter dabei hast. Ansonsten wären Trinkblasen auch noch eine Empfehlung. Allerdings ist dann schon wieder die Frage, wo bringt man die unter, wenn man jetzt nicht zusätzlich einen Rucksack mitnehmen möchte. Der Platz in den Taschen ist ja selber oft begrenzt. Zum Abendessen hole ich mir meistens was im Supermarkt. Denk an der Stelle vielleicht auch dran, dass du dir noch eine Einkaufstüte oder so immer mitnimmst, weil wenn die Taschen vollgestopft sind, dann kann man weitere Einkäufe oft schlecht transportieren. Und ich habe bei meinem Equipment auch noch immer einen kleinen Kocher dabei. Da ist hier eine Tasse bzw. kleiner Topf mit einem Brenner drin und mit einer Gaskartusche. Und das Set ist super schnell aufgebaut und dann kannst du dir im Zelt selber noch eine warme Mahlzeit machen, wie zum Beispiel Suppe oder worauf immer du Lust hast. Und das ist echt eine super Ergänzung für dein Bikepacking-Set. Thema Körperpflege und Hygiene. Ich habe hier ein Mikrofaserhandtuch, sogar ein relativ großes. Das ist für die abendliche Wäsche. Genau, und da gibt es auch mittlerweile richtig kleine Ausführungen, aber da gönne ich mir ein bisschen ein größeres und ja, da ist das etwas entspannter. Dann habe ich mir eine kleine Apotheke sozusagen zusammengestellt. Das ist jetzt hier ein Beutel von einem Erste-Hilfe-Kit. Und das habe ich ein bisschen abgespeckt und mit den Sachen ergänzt, die man heute für 2 Tage braucht. Ja? Also zum einen haben wir hier natürlich Zahnbürste, Zahnpasta. Das ist ein abbaubares Produkt und das fülle ich mir immer, also ich fülle mir die Sachen immer in kleine Fläschchen bzw. Döschen um. Dann haben wir hier Seife. Das ist ganz interessant. Das sind hier so kleine Blättchen und wenn man die mit Wasser betropft, dann hat man quasi hier eine Art Seife. Das ist komplett abbaubar. Dann habe ich hier verschiedene Tabletten, die man heute braucht, zum Beispiel Magnesium, Ibo und so weiter. Stellt euch hier zusammen, was ihr braucht und gewöhnt seid. Dann haben wir hier noch natürlich Sonnencreme und das ist eine Art Mückenspray als Creme sozusagen. Dann, was auch noch ganz gut ist, immer eine Pinzette oder so. Oft wird auch noch eine Zeckenpinzette oder Zeckenzange empfohlen. Dann hier noch ein bisschen Salzlösung, falls man was in die Augen bekommt für unterwegs. Aber man kann natürlich auch das Wasser aus den Trinkflaschen hernehmen. Und dann haben wir hier noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel ja, Alkoholpads und so weiter. Ein paar Pflaster, also die wichtigsten Sachen, die man aus dem Erste-Hilfe-Set sozusagen gewöhnt ist. Ich habe in der Regel auch noch Tempos dabei, beziehungsweise ein bisschen Toilettenpapier. Aber stell dir hier zusammen, was du quasi für deine Tour brauchst. Wer kennt es nicht, du bist jahrelang pannenfrei mit deinem Fahrrad unterwegs und dann hast du nach 2 Stunden bei deiner Bikepacking-Tour den ersten Defekt. Deswegen ganz kurz zu den Werkzeugen, Tools und dem elektronischen Equipment, das ich für die Tour dabei habe. Ganz am Anfang natürlich die Luftpumpe. Das hier ist ein super kleines Modell. Wenn du noch mehr Platz hast, wäre vielleicht auch ein Modell mit etwas mehr Volumen empfehlenswert. Ansonsten tut es für den Notfall auch eine sehr kleine. Ganz wichtig auch das Flickzeug. Du kannst dir hier zusätzlich auch ein paar Kabelbinder mit reinnehmen für diverse Notfälle. Die sind oft ganz praktisch. Ich habe beim Flickzeug hier immer noch einen Ventiladapter dabei. Der ist super praktisch, wenn du zum Beispiel bei der Tankstelle deinen Reifen bzw. Schlauch befüllen willst. Dann Thema Mini-Tool. Ich habe jetzt hier ein bisschen ein größeres, hochwertigeres Modell, weil nichts ist schlimmer, wenn du einen Defekt hast und da nicht ordentlich mit einem Werkzeug arbeiten kannst. Ganz wichtig ist hier auch der integrierte Ketten-Nieter, weil wenn du zum Beispiel eine gerissene Kette hast, dann ist eigentlich Feierabend und ja, wenn du das reparieren kannst, dann bist du eigentlich wieder schnell im Rennen. Ja, deswegen Ketten-Nieter, an den unbedingt denken. Dann habe ich hier noch eine kleine, aber sehr feine Lampe, die ich zusätzlich in Kombination mit dem Bufftuch als Stirnlampe benutze. Also eine Ersatzlampe, eine gute oder eben Stirnlampe würde ich dir sehr empfehlen.
Genau, also das zu den elektronischen Sachen. Dann habe ich hier ein kleines Elektronik-Setup, bestehend aus Powerbank mit einem Netzteil und Ladekabel. Die Powerbank hat 20.000 mAh. Das reicht also aus, um mein Smartphone öfter aufzuladen. Ich habe deswegen hier jetzt auch nur ein normales Netzteil dabei. Wenn es schneller gehen soll, wäre ein Quick Charger zu empfehlen. Wenn du irgendwo beim Essen bist oder so, wäre das eine super Sache. Und bei den Ladekabeln habe ich jetzt für die Smartwatch und für Smartphone Standard-Ladekabel dabei. Wenn du das optimieren möchtest, es gibt hier wirklich super kleine, leichte, kurze Ladekabel. Die sparen dann auch mehr Platz und Gewicht, aber das ist dann schon wirklich für die Experten. Ich bin mit dem Setup immer super gut gefahren und wenn du da optimieren willst, hast du natürlich freie Hand. Thema Navigation. Du willst natürlich gut ankommen und auch wieder nach Hause. Wenn du eine Zweitagestour machst, reicht das normale Smartphone in der Regel auf jeden Fall aus. Wenn du länger unterwegs bist, dann kann ein separates Navigationsgerät auf jeden Fall Sinn machen. Thema Redundanz. Wenn zum Beispiel das Smartphone ausfallen oder defekt gehen sollte, ist man natürlich ein bisschen aufgeschmissen. Aber wie gesagt, für kleinere Touren reicht das Smartphone in der Regel aus. Es gibt verschiedene Apps. Achte darauf, wenn du kein Netz haben solltest bei deiner Tour, also auch bei der Planung ein bisschen beachten, dass du auf Apps mit Offline-Modus draufsetzt. Und ich benutze die App Komoot zum Beispiel recht häufig. Es gibt aber auch andere Anbieter. Wie montiert man das Smartphone? Es gibt unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten. Achte hier drauf, wirklich ein hochwertiges Modell zu wählen. Und dann kann man das Smartphone hier wirklich super schlank und elegant montieren. Und das hält auch hier sehr gut. Wenn du das Gerät oder die App länger nicht brauchen solltest, achte auch drauf, das Display auszuschalten oder die entsprechende App zu deaktivieren. Und ja, damit du einfach Akku sparst und falls du wieder Strom benötigen solltest, könntest du die Powerbank in der Rahmen- oder in der Oberradtasche einstecken und mit einem Kabel hier das Handy verbinden und dann das Handy wieder aufladen. Ich fahre jetzt noch ein Stück weiter und habe für heute Abend auch schon einen schönen Zeltplatz. Was das Thema Wildcampen und Zelten im Allgemeinen betrifft, erkläre ich dir jetzt gleich noch im Anschluss. Ich habe mein Zelt hier bereits aufgebaut. Bevor wir uns das Equipment zum Übernachten anschauen, noch zwei wichtige Punkte. Zum einen, was ist Zelten und was ist Bivakieren? Wildzelten ist in Deutschland als solches verboten. Auch in Naturschutzgebieten ist es strikt verboten und da solltest du wirklich genau darauf schauen. Zelten darfst du zum Beispiel auf speziell ausgewiesenen Campingplätzen oder auf Privatgrundstücken, wo die Privatperson das Grundstück freigibt. Ich würde dir dazu auf jeden Fall mal die Seite One Night Tent empfehlen. Die verlinken wir dir auch in der Videobeschreibung. Da kannst du Privatpersonen kontaktieren und die geben dann quasi ihr Grundstück frei zum Zelten und dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und das ist dann einwandfrei. Wenn du bivakierst, was auch unter freiem Himmel schlafen heißt, wenn du das machst, das ist grundsätzlich nicht als solches verboten, das ist so ein bisschen ein Graubereich. Erkundige dich dazu bitte selber, in welchem Bundesland du bist und wo du genau schlafen möchtest. Dann stelle ich dir kurz mein Schlafequipment vor. Du siehst hier ein Einmannzelt. Das ist wirklich ein sehr leichtes Modell und super fürs Bikepacking geeignet und leicht zu transportieren und zu verstauen. Ich habe hier eine Isomatte, da ist ein integriertes Aufpumpsystem mit dabei. Das heißt, du sparst dir hier die Pumpe und schau auch einfach, dass du hier ein komfortables Modell wählst, das gut in die Taschen passt. Beim Thema Schlafsack, den ich übrigens vorn in der Lenkertasche montiert habe, solltest du unbedingt darauf schauen, dass der zu der Nachttemperatur passt. Erkundige dich also unbedingt, wie kalt es nachts wird. Das ist wirklich wichtig, dass dich nicht friert, ja, und dass du eine gute Nacht verbringen kannst. Ich mache mich jetzt noch frisch und dann gibt es noch was Schönes zu essen.
Während ich hier mein Abendessen koche, für dich noch mal ein paar wichtige Tipps zum Thema Bikepacking. Ein Tipp vorweg, der Göffel ist eine super Sache und auch noch eine Ergänzung für die Tools, die ich dir schon vorgestellt hatte. Das ist quasi eine Gabel, Löffel und Messer in einem und für Essen und so weiter super zu empfehlen. Dann zu den Tipps. Der wichtigste eigentlich noch mal vorweg, weniger ist mehr. Achte bitte darauf, dass du dich nicht überpackst und ja, dass du dein Equipment an deine Taschen anpasst. Fahr idealerweise auch mal erst um eine Tagestour, bevor du mehr Tagestouren machst. Tipp Nummer 2, schau auf die Auswahl deiner Schuhe. Also Klickpedale sind empfohlen, sind aber kein absolutes Muss. Für längere Touren sind Klickis aber schon gut. Und schau dann einfach, dass du gute Kombischuhe hast, mit denen du dich abends auch noch wohlfühlst. Tipp Nummer 3, wenn du mit mehreren Personen unterwegs bist, dann teilt die Gegenstände, die ihr braucht, auf jeden Fall sinnvoll untereinander auf und dann reduziert sich das Einzelgepäck für jeden schon einmal erheblich. Tipp Nummer 4, sei nicht zu streng mit dir. Wenn du völlig am Ende bist und gerade noch die letzten Körner verbrannt hast, dann tu dir einen Gefallen und geh im Notfall auch zum Beispiel irgendwo was essen oder in ein Hotel und übertreib's an der Stelle nicht und es soll ja in gewisser Weise natürlich auch noch Spaß machen. Tipp Nummer 5, und der ist auch noch ganz wichtig, schau bitte immer, dass du genügend isst und trinkst und deswegen auch nochmal der wichtige Hinweis, positionier dir die Sachen in der Oberrohrtasche oder in der Rahmentasche, gegebenenfalls auch vorne in der Lenkertasche, so dass du immer schnell mal einen Riegel hast und kohlenhydrathaltige Nahrung bzw. energiereiche Nahrung zu dir nimmst und fülle deine Flaschen auch immer entsprechend oft auf bzw. immer dann, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Ich lasse mir jetzt meine Nudeln noch schmecken, gehe dann ins Bett und wünsche dir schon mal eine gute Nacht und wir sehen uns dann morgen. Ja, guten Morgen, Servus. Die Nacht ist vorbei und ich war ehrlich gesagt ziemlich froh um mein Vlies, weil es schon relativ frisch war. Also denk auf jeden Fall an die korrekte Klamottenwahl. Ich gehe jetzt auf jeden Fall noch Kaffee tanken und hole mir noch ein ordentliches Frühstück. Das ist auf jeden Fall für solche längeren Strecken wichtig, also denk da auf jeden Fall dran. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Es ist wirklich ein super spannendes und tolles Thema. Ich kann es jedem mal empfehlen, das auszuprobieren. Also wenn du da Lust drauf hast, steigere dich da langsam und ja, taste dich langsam vor, starte mit längeren Tagestouren und dann kannst du wirklich das schrittweise für mehr Tagestouren ausbauen und dann wirst du auch Schritt für Schritt dein Equipment optimieren. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast zu dem Thema, schreib uns gerne einen Kommentar dazu. Ansonsten dir alles Gute, viel Spaß auf der Tour, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Andi.